herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 23. März 2016. Heute gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen Folge zu Gast bei Informationen von der Pressekonferenz der Landespolizeidirektion sowie die News-, Sport- und Wetterinformationen. Eigentlich ist sie gelernte Pädagogin. Mit 24 Jahren entdeckte sie dann ihre Leidenschaft fürs Skispringen. 2 Jahre später gehört sie bereits zu den 15 besten Skispringerinnen der Welt. Die Rede ist von Eva Pinkelnik. Ich war zu Gast bei ihr. Einen Ausschnitt davon gibt's jetzt. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, wo es das allererste Mal im Startbalken da mal geguckt ist? Ja, Lillehammer, erster Weltcup. Es war Wahnsinn. Also schon beim Training sind aber Leute wie Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin Sarah Hendrickson aus Amerika direkt neben mir gestartet, oder glaube 2 oder 3 Nummern hinter mir, weil sie halt von der Stadt immer so gelost war. Und es war so richtig für mich wow. Sarah Takanashi ist um, eine Mini habe ich jetzt schon kennt, also Dani, Shaki, Chiara. Aber das sind einfach Leute um, die ich jetzt aus dem Fernseher kenne. Und ich mit darunter, die Olympiasiegerin Carina Vogt, ist schon vorher in der Nähe. Das war für mich so wow, halt eigentlich fast als Fan dabei. Und dann bin ich halt am Ball geguckt und hinabgeschaut und dann habe ich gedacht, so die Nummer kurz angeschaut. Und man denkt, ja, irgendwie ist das, glaube ich, ein Film. Also so, passiert das gerade, traue ich jetzt? Was läuft da ab? Und dann habe ich schon Freizeit gekriegt, dann hast du gar nicht mehr viel Zeit zum Überlegen, sondern dann fährst du. Und dann aber ich schon gleich super, bin ja 15. im ersten Weltcup. Das war für mich einfach Wahnsinn, nur genial, Wahnsinn. Und oder noch immer wieder solche Momente bei der WM, war das zum Beispiel auch so ein Moment. Erster Durchgang WM, ja, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur da denke oder anfange zu erzählen. Wird die Ampel orange und ich rutsche raus und hocke am Balken. Und in Falun, die Schanz, ist lästig, also du siehst das Stadion und dahinter, wir sind ja am Abend gesprungen, ist gerade die Sonne untergegangen. Und ich bin ein Naturmensch, ich liebe es in den Bergen zu sein, ich liebe es zum Dussen sein. Und ich bin da echt oben geguckt und habe mir gedacht, ja, jetzt träumst. Also jetzt, nein, das kann nicht Realität sein. Mir hat so nicht wirklich am Balken eine Gänsehaut gekriegt, hin auch wieder abgeschaut, haben gesehen, WM Falun, auf der Startnummer steht das ja drauf. Haben meine Startnummer angeschaut, meinen Anzug und der Trainer den gesehen, der Trainer hat auf der rechten Seite den Freigier, aber der Ampel ist auf Grün und ich bin dann einfach losgefahren und gesprungen. Und das war so richtig, Eva, du sitzt bei einer WM. Das war so, was? Oder halt, wie ist jetzt das gegangen? So schnell. Und ist schon ein super Ergebnis gewesen. Also, habe mich mega gefreut. Das war generell, das ganze Erlebnis war super. Auch die anderen zum Erleben aus dem ÖSV, ich kenne die ja so nicht. Die nordischen Kombis, auch die Herren waren natürlich dort enger dabei. Und immer noch ein Traum, immer noch ein klein unrealistisch, obwohl es ja schon passiert ist. Also das sind Erinnerungen, denke ich, wo ich mich noch lange träge werden und obwohl ich mich lange wollen erinnere. Ja, genau. Die ganze Folge zu Gast bei gibt es heute am Mittwochabend um 20 sowie um 23 Uhr hier auf Ländle TV. Und bei uns geht es weiter mit den Nachrichten des Tages. Im Juni sollen die Bauarbeiten für die Schule der Zukunft in Hart beginnen. Die Arbeitsvergabe der ersten Gewerbe wurde bereits einstimmig beschlossen. Die neue Schule wird auf dem Kunstrasenplatz der Harder Sport- und Freizeitanlage entstehen. Dabei betragen die Gesamtkosten 42,5 Millionen Euro brutto. Das neue Schulgebäude wird in sogenannte Cluster aufgeteilt. Diese bestehen aus mehreren Klassenräumen mit Lernbereichen und Lehrerzimmern sowie einem eigenen Zugang. Die Gemeinde plant die Fertigstellung der Schule für den Schulbeginn 2018. Und am Mittwoch wurde in Bludenz die neue Koalition der ÖVP mit der offenen Liste Bludenz, die Grünen, präsentiert. Ja, Gespräche hat es mit allen Fraktionen gegeben. Und mit der OLB hat es dann, glaube ich, doch irgendwo den Kontakt gegeben, wo man gesagt haben, mal, es kann für die Zukunft sehr wertvoll sein. Ich glaube, man muss in der schnellen Zeit auch mal andere Gedanken haben. Und ich glaube, dass es so ein tolles Zeichen von unserer Seite ist. Und sie haben das Vertrauen, glaube ich, angeboten, wo man
Zimmer schaffen können. Und das, glaube ich, ist nach schlussendlich sie nach 80 Themen, die wir bearbeitet und besprochen haben, dass man gesagt haben, so könnte man die Zukunft für Bludenz miteinander gestalten. Wir wollen ganz aktiv die Stadt weiterentwickeln, Bludenz im Bereich der Bildung den neuen Herausforderungen anpassen. Wir wollen im Kulturbereich einiges weiterbringen. Es wird zum Beispiel ein Programmkino ab Herbst in Bludenz geben. Wir wollen die Innenstadtentwicklung weiter vorantreiben und überhaupt die Stadtentwicklung voranbringen. Im Rahmen einer Pressekonferenz berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Mittwoch über die Arbeit der Fremdenpolizei im vergangenen Jahr. Vor allem aufgrund der Flüchtlingsthematik und des damit verbundenen starken Anstiegs an Asylwerbern waren die Beamten verstärkt gefordert. Nun, das Hauptaugenmerk lag sicher an der hohen Anzahl an Asylanträgen, die wir letztes Jahr zu bearbeiten hatten. Es waren 1250 an der Zahl, die zu erledigen waren. Das war eine große Herausforderung zum Teil. Das hat aber die Polizeiinspektion Feldkirch-Giesingen AGM mit Bravour gemeistert. Zusätzlich kamen dann noch die erhöhten Anzahlen an Außerlandesbringungen, die wir für das BFA oder auch für unsere Landespolizeidirektion durchzuführen hatten. Da hatten wir auch eine Steigerung nahezu der doppelten Anzahl des Vorjahres. Ja, wir haben da doch schnell reagieren müssen. Man hat zwar gemerkt, dass sich im Laufe des Jahres die Zahlen steigern, aber dann hat es sich im September dramatisch zugespitzt und wir haben dann sehr schnell reagiert, das sehr schnell auf neue Beine gestellt. Die Akteure haben hervorragend gearbeitet und wir haben in kurzer Zeit eine regelrechte Vorzeigedienststelle herausstellen können. Es kommen natürlich gewisse Delikte vor, die halten sich aber vorwiegend im unterschwelligen Bereich und das lässt sich nicht ganz verhindern. Man muss die Situation ein bisschen vielleicht verstehen. Die Leute sind in Ausnahmesituationen, die sind zusammen auf engem Raum untergebracht. Die Zukunftsprognose ist sehr unsicher und da kann es zu gewissen Strafdelikten kommen. Also wir hatten Asylanträge Ende Februar von 166, da könnte man jetzt eine theoretische Hochrechnung machen, das wären etwa 1000, aber wir wissen, dass die Balkanroute gestoppt ist, da kommt fast nichts mehr jetzt nach Österreich, aber die, wie sich die Entwicklung zeigen wird und richten wird, das kann kein Mensch noch voraussehen, wir müssen dann darauf reagieren. Soweit zur Pressekonferenz der Landespolizeidirektion und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Die Fahrbahn der Senderbrücke von Lauterach nach Lustenau wird derzeit für fast 500.000 Euro saniert. Das Unterfangen ist deshalb so aufwendig, da diese Sanierung nur in Absprache mit dem Denkmalamt geschehen kann. Ab 1. April wird die Brücke für die tausenden Benutzer wieder befahrbar sein. Kein Aprilscherz. Vorarlberger Polizei stellt trotz starkem Migrationszuwachs im Jahr 2015 keine Zunahme der Kriminalität durch Flüchtlinge fest. Und am Ostermontag starten die Footballer der Hohenems Blue Devils in die neue Saison in der Top-Liga AFL. Cheftrainer Tyler Harlow kann dabei nicht nur auf hochkarätige US-Neuzugänge, sondern auch einen soliden Kader aus heimischen Spielern zählen. Die Schlagzeilen von morgen also heute schon hier bei Ländle TV. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Grüßt euch vom Kriechberg im Silbertal. Ich komme jetzt gerade vom Langlauf und hocke jetzt am Seniorchef vom Kriechberg. Und wie das Wetter die nächsten Tage ist, das sehe ich euch jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Der Wind weht mit 6 km/h aus Südsüdosten. Morgen Donnerstag werden die Schnee- und Regenschauer unterhalb von 7 bis 1000 Meter langsam seltener und klingen im Laufe des Nachmittags ab. Gleichzeitig lockern die Wolken auf und die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein. Es bleibt jedoch recht kühl. Am Freitag trübt es vom Westen her ein und nachmittags kommt Niederschlag auf. Schnee fällt dabei auf etwa 900 Meter. Das Wochenende beginnt mit Regen und Schneeschauer, die jedoch bis zum Mittag abklingen. Tagsüber wird es immer wieder sonnig. Am Sonntag gibt es Regenschauer bei Temperaturen von 4 bis 13 Grad.